Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Kinderspielzeug. Ich habe heute eine Puppenfamilie für euch, und zwar eine, die in einem Puppenhaus normalerweise wohnt, die Smaland Swedish Dolls House Family, bestehend aus Mutter, Vater und zwei Kindern, einer Tochter und einem Sohn. Hergestellt wurde das Set von Lundby und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Wenn man sich das Set hier mal genauer anguckt, dann sehen die Puppen doch irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus. Vor allem hier die Tochter und auch die Mutter. Ich weiß nicht, also ich will es gar nicht sagen, aber irgendwie sind die schon ein bisschen hässlich. Wir werden jetzt einfach das Set mal auspacken und es uns genauer angucken. Schauen wir uns mal die Puppen aus der Puppenhausfamilie genauer an. Hier der Papa. Ziemlich braun gebrannt, braune Haare, braune Augen. Einen roten Pullover trägt er und eine schwarz-grau karierte Hose. Ich glaube, Hahnentritt nennt sich dieses Muster. An den Füßen schwarze Schuhe. Die Puppe ist übrigens beweglich in den Kniegelenken und kann auch sitzen. In den Armen ist die Puppe auch beweglich, allerdings nicht in den Händen. Ja, das Gesicht von dem geht eigentlich, also schon eine recht hübsche Puppe. Wir schauen uns mal die Mutter an dazu. Positiv auf jeden Fall, dass sie stehen können. Und ich finde, die Mutter sieht irgendwie echt furchtbar aus, wenn ich das sagen darf. Also die Haare, die sind in Ordnung, ein bisschen strubbelig vielleicht. Auch so eine Föhnfrisur nach hinten gekämmt. Aber die Augenbrauen und auch die Augen, sowie, ich glaube, das sind die Zähne oder so, die sehen echt ein bisschen seltsam aus. Hier im Gesicht auch ein paar Flecken. Sie trägt ein rotes Kleid mit weißen Schleifen drauf und eine Tasche im selben Muster wie die Hose des Vaters. An den Füßen schwarze Schuhe. Auch sie ist beweglich in den Knien und auch in den Armen. Und sitzen kann sie auch. Und sie kann auch ihren Kopf einmal komplett drehen. Das ist ja echt gruselig. Also vom Äußerlichen auf den ersten Eindruck quasi sieht diese Puppe echt etwas seltsam aus. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Aber ich glaube, schön ist was anderes. Kann die Mutter auch von alleine stehen? Wird schwierig. Dann setzen wir sie mal hin. Gucken wir uns doch als nächstes die Tochter an. Und auch die. Also irgendwas stimmt mit ihren Augen nicht. Ich glaube, da ist die Pupille oder so verrutscht. Vielleicht sieht sie deswegen so komisch aus. Und sie hat auch so richtige Hamsterbäckchen. Auch so eine Föhnfrisur wie die Mutter. Vorne ein Pony, so wie ich. Dann trägt sie ein weißes Oberteil mit grünen Punkten und eine kurze Shorts darunter. Rosane Sandalen. So, wie heißen die nochmal, diese Schuhe? Ist ja auch egal. Aber auch sie kommt wahrscheinlich eher nach der Mutter als dem Vater. Irgendwie sehr hässliche Puppen. Auch sie kann den Kopf bewegen. Einmal im Kreis. Und hier ist jetzt der kleine Bruder. Und der sieht auf jeden Fall eher ein bisschen aus wie der Vater. Aber auch hier sehen die Zähne ein bisschen komisch aus und die Lippe auch. Ist genauso beweglich, wobei er auch noch seinen kompletten Oberkörper drehen kann. Das können die anderen Puppen, glaube ich, nicht. Ob das so sein soll, also das lässt sich auch noch mal komplett bewegen. Arme genauso, auch die Knie. Er trägt weiße Sneaker mit schwarzen Schnürsenkeln. Also Papa und Sohn sehen sich auf jeden Fall ähnlich. Und Mutter und Tochter leider auch. Also mein Fall sind die nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir hier die hässlichsten Puppen aller Zeiten im Kanal gerade vorgestellt haben. So viel jetzt zu der Smaland oder Smaland The Swedish Dolls House Family, also aus dem schwedischen Puppenhaus. Wenn euch mein Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, hinterlasst mir nette Kommentare
oder auch nicht nette Kommentare zu dieser Puppenhausfamilie, wie ihr die vier so findet, ob ihr vielleicht auch meine Meinung teilt, weiß ich nicht. Vielleicht gehen die Meinungen da auch auseinander, ob diese Puppe oder diese Puppensammlung wirklich etwas hässlich ist. Wenn ihr es schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!